Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Tomb Raider Anniversary. Ja, heute machen wir weiter in dem nächsten Level, nämlich Teokans Grab. Im letzten Part haben wir das Zeitspiel vom Palast wieder souverän gemeistert und hoffen auch, dass das dieses Mal, also auch in Teokans Grab, der Fall sein wird. Ich weiß auch nicht, warum sich der Hintergrundbildschirm immer ändert. Also ich bin jetzt aus dem Spiel rausgegangen. Und dann später wieder rein, dann war auf einmal nicht mehr der Griechenland-Hintergrund da. Ich glaube, das ist nur, wenn man aus dem Level direkt rauskommt. Aber naja, gut. Ja, ich würde einfach sagen, fangen wir ohne weitere Verzögerung das Zeitspiel an. Wir werden den Neoprenanzug als Outfit haben und werden einfach mal das Spiel starten. Ich bin aufs Zeitlimit gespannt, wie eigentlich immer. Und dann schauen wir mal. Also wir haben 13 Minuten und 20 Sekunden, was für eine Zeit relativ interessant ist, weil ansonsten haben wir ja eigentlich entweder immer eine volle Minute oder wir sind bei einer halben Minute, also so 13:30, aber okay, ich sag mal nichts dazu. Einfach spielen. Ja, genau, das hier ist ja der Ausschnitt aus der Zisterne. Und ich hoffe, ich weiß noch ungefähr Bescheid über das, was Keine ich. Sorge, Lara. Das Wasser ist seelenerfrischend. Ich hoffe, ich weiß noch Bescheid über das, was ich hier machen musste. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man hier am Anfang erstmal zwei Kisten runterschieben musste. Aber ja. Hoffen wir mal, dass ich uns das noch ergibt, der weiter Weg. Ich meine, ich hatte es zwar erst gespielt gehabt, aber ja, okay. Naja. Lara ist schmutzig und sie läuft wieder mal barfuß. Wobei, der Neoprenanzug passt eigentlich zu diesem Flair hier so ein bisschen, weil es ist ja auch viel mit Wasser und ja, hat schon was. Erinnert so ein bisschen an Underworld, muss ich ja sagen. Wobei, da hatte sie ja noch einen knapperen Neoprenanzug an. Wobei, auch der Neoprenanzug erinnert so ein bisschen an den Anzug, den sie in Tomb Raider 2 anhatte. In den Unterwasserleveln, fällt mir gerade auf. Schönes Gimmick an der Stelle. Zwar nicht in der direkten Grafik, also nicht in dieser pixeligen Grafik, so wie die Retro-Lara, aber doch hat schon was. So. Okay, gut. Dann müssen wir nur hier irgendwie runterkommen. Das sollte kein Problem sein. Na, wobei. Wobei. Ich spiele mal lieber etwas sicherer, denn man weiß ja nie. So, und ich musste jetzt die Kiste hier ins Wasser schieben. Und dann muss ich den Wasserstand senken. Genauso war das. So, das war Nummer 1. Um die Krokodile kümmere ich mich auch erst später. So, dann lasse ich auch schon mal das Wasser ab. Ich darf aber nicht vergessen, die andere Kiste noch runterzuschieben. Wo auch immer ich die. Ach, da drüben bestimmt. Ja. Dummes Krokodil. Na, wo ist sie denn? Ach, hier. Gut, gefunden. So, okay. Jetzt muss ich heil runterkommen. Wie bewerkstellige ich das am dümmsten? Ja, indem ich wieder auf die andere Seite latsche. Kostet aber alles Zeit. Aber okay. Gut, dann mal hier nach unten und. Ja, ich will mir die Munition mal für die schwieriger, also für den Endgegner aufheben.
Weil da muss es ein bisschen schneller gehen alles. Ja, der hat sich auch irgendwie festgebackt, habe ich so das Gefühl. Aber gut, wo sind jetzt die Kisten? Hier ist Nummer 1. Und jetzt noch die zweite Kiste für die Gitter, genau. Weil das muss ja auch offen sein, weil wenn wir dann den Wasserstand wieder nach oben heben wollen, brauchen wir sozusagen das offene Gitter. So, okay. So, und jetzt können wir wieder hier hoch. Gut. So, jetzt muss ich irgendwie wieder hochkommen. Nee. Zuerst muss ich das Floß in die richtige Position bringen. Dass das klappt. Ja, ich muss es direkt hier reinziehen. In eine andere geht's nämlich nicht. Also in eine andere, Schneise. Okay. Und zwar ganz ran musste das Floß. Bis es nicht mehr ging. Gut. Da ist eine Leiter. Kommen wir denn da nach oben? Ich hoffe es für euch. Weil dann müssen wir nämlich den Wasserstand nochmal nach oben, weiter nach oben bringen. Das können wir aber bewerkstelligen, indem wir das Drehkreuz da hinten, ne, betätigen. Oder drehen. So. Der Sprung ist immer so ein bisschen risky, aber ja, okay. Die Mäuse warten auch schon. Oder Ratten. Weiß nicht genau. Gut, okay. Wasserstand wird gehoben. Und wir sehen, es hat geklappt. Das Floß ist in der richtigen Position. Wir haben dann noch 5 Minuten 30 Sekunden. Ja. Ist aber wirklich knapp hier oben, ne? Also ihr müsst wirklich bis zum Anschlag dann. Ja, das war so klar, dass das nicht klappt. Lara, hör auf, mich zu trollen. Gut. Okay. Dann folgen wir jetzt einfach mal der Strömung. Und weiter geht's.
So, die Frage ist jetzt nur, wo musste ich lang? Hier gab es ja irgendwo noch diesen Hebel, den ich betätigen musste. Ich dachte, er war hier. Nicht hier hinten, ne? Ja, wo war er denn? Ach, ich glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, da unten war er. Der Kampf kann sehr interessant werden mit den Zentauren. Um das mal so zu sagen. Ja, hier ist der Hebel. Ja, komm, mach die Tür auf. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich brauche die Waffen, ich brauche die guten Waffen. Los, geh rein, Lara, los. Nochmal durchatmen. Okay, gut. Auf geht's. Ja, lass das. Komm schon. Gib mir dein Schild. Ja, los, los, los. Okay. Nummer 1. Oh, nicht so. Ja, komm, 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 komm. Jawohl. Und das zweite Schild. Ja, ich hab's verstanden, ich weiß. Los, Lara, schieß, was das Zeug hält. Weg mit ihm. Jawohl. Ja. Was, was? Jawohl. So wird's gemacht. Gut. Also ich hatte ja jetzt wirklich, ich bin jetzt wirklich nervös geworden, muss ich dazu sagen. Ja, wir haben das Level Teohkans Grab abgeschlossen. Der Kampf am Ende hat, ich glaube, 1,5 Minuten gedauert oder so. Nee, wobei, wir hatten 13:20 Zeit. Heißt, wir hätten noch 1 Minute und 25 Sekunden gehabt, ja. Das nennt man mal ein bisschen knapper. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben 5 Gegner besiegt, haben das Zeitspiel abgeschlossen, haben Cheats freigeschaltet. Und die werden wir jetzt natürlich sofort mal einsehen. Cheats. Also wir haben alle Waffen. Ich weiß nicht, warum das ein Cheat sein soll. Und wir haben unbegrenzt Schrotflintenmunition. Das ist auch ganz gut. Fehlen dann also nur noch 4 Cheats. Und ich glaube, wir schalten jeweils immer 2 frei, wenn wir jetzt die Zeitspiele der jeweils 2 letzten Komplexe durchgespielt haben. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt erstmal glücklich, dass wir es geschafft haben, Griechenland vollständig abzuschließen. Und ja, ich würde sagen, wir widmen uns dann den Leveln von Ägypten, die eigentlich somit den schwersten Komplex bilden, was die Zeitspiele betrifft. Hinten heraus wird es dann wieder ein bisschen einfacher. Aber ja, Ägypten eben, ne?
Ja, aber egal, wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider Anniversary im neuen Komplex Ägypten. Bis dahin, ciao!